ziemlich selbstbewusstes Auftreten, wenn man weiß, was man kann und das dann auch gut zeigt von der Gruppe. Dazu gehört aber auch, seine Schwächen aufzuzeigen. Also man muss nicht immer nur der Starke vor der Gruppe sein, sondern kann auch seine Schwächen mal zeigen. Wenn man an sich glaubt und wenn man dann auch an seine Fähigkeiten glaubt und sich sicher sein kann, dass man die Situation schafft, egal ob das dann mal gut oder schlecht ist, das ist, kann ja auch Misserfolge sein. Und jeder hat dann auch eine andere Art, das rüberzubringen. Also früher habe ich auch immer gedacht, Selbstvertrauen hat was mit Lautsein zu tun. Also man ist laut in der Halle und zeigt dann irgendwie das Selbstbewusstsein, aber muss es gar nicht. Also man kann auch sein Selbstvertrauen ruhig zeigen und dann durch eine ruhige Art in der Gruppe überzeugen. Ich arbeite selbst an meinem Selbstbewusstsein, wenn man erstmal sich Gedanken macht, wenn man Fehler gemacht hat oder wenn man dann merkt, es geht einem gerade nicht so gut, dann merkt man ja, dass einem Selbstbewusstsein fehlt. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, überhaupt zu realisieren, dass einem Selbstbewusstsein fehlt. Und dann sich wirklich überlegen, was kann man in der Situation besser machen? Also an welchen Fähigkeiten kann ich arbeiten und was will ich einfach nächstes Mal besser machen? Also ich denke, vor allem, wenn eine Persönlichkeit dann vor allem steht, wo man auch das Selbstbewusstsein merkt, dann ist man natürlich erstmal beeindruckt und hinterfragt dann erstmal seine eigenen Fähigkeiten. Und ich glaube, dann liegt die Stärke darin, dass man sich nicht zu klein fühlt und dann versucht, da möglichst viel zu lernen, gerade von der Persönlichkeit, dann, von der man auch was lernen kann. Erstmal fühlt man sich natürlich nicht so gut, weil man natürlich weiß, dass man entweder was falsch gemacht hat oder an was arbeiten sollte. Danach sollte man aber eigentlich auch direkt die Einstellung haben, dass man es wieder gut machen möchte. Also eigentlich ist das Selbstbewusstsein danach auch direkt wieder da bei mir. Ich glaube, wenn man gute Trainingsvorbereitung zum Beispiel hat oder sich dann auch gut aufs Spiel vorbereitet, merken die Spieler, dass man ja selbstbewusst vor der Gruppe sein kann. Für mich hat dann das Selbstbewusstsein viel mit der Kompetenz zu tun, dass man sich sicher ist, was man macht. Man weiß, dass man mit der Gruppe was erreichen kann. Man weiß, dass man die Spieler gut machen kann. Und wenn die Spieler dann auch den Fortschritt an sich selber merken, dann zweifeln die Spieler natürlich auch nicht an dir, dass du als Trainer der Falsche bist. Und ich glaube, wenn man das dann auch gut hinbekommt und auch mal Fehler eingesteht, das gehört natürlich auch dazu, wenn man mal was falsch macht, dass man dann auch zugibt, dass man was falsch gemacht hat. Das ist dann auch irgendwie keine Schwäche, sondern gehört dann auch zu einem guten Selbstbewusstsein dazu. Wie ich eben schon gesagt habe, gehört für mich dann eine gute Vorbereitung zu, dass man seine Trainings oder auch seine Spiele gut plant. Ein paar Rituale helfen dann natürlich auch, wenn man einen Trainingsaufbau hat, wo man weiß, dass man darin sicher ist. Und dann, wenn man halt gut mit seinen Spielern kommuniziert. Also für mich gehört dann Kommunikation noch ganz viel dazu. Wenn man sich da mal unsicher ist, dann redet man darüber oder auch dann mit seinen Spielern.